Jazz und Soul erklingen aus der Jukebox. Die coolen Oldtimer dürfen noch einmal in alter Pracht glänzen. Und die Gäste schwingen die Hüften zum Sound der Motown-Ära. Das Andes Hotel hat für einen Abend die 60er Jahre auferstehen lassen. Eine Zeitreise, zu der sich auch hochkarätige Stars wie die Soul-Legende Emmanuel Leroy nicht zweimal bitten lassen. Gemeinsam mit Stefan Gleixner und dem Selective Soul Club haben sie sich dem Groove verschrieben und dem Publikum ordentlich eingeheizt. Es ist Soulmusik und Soulmusik sagt alles, vom Herzen, von der Seele, tolle Melodien, die gute Laune machen und ich glaube, da gibt es keine Altersbeschränkung, die regt einfach an für gute Laune und zum Tanzen und zum sich gut fühlen. Anlass für die Motown-Party am Vorabend der ITB war die Veröffentlichung der gleichnamigen CD, die ein Tribut, eine Liebeserklärung an den Motown-Sound ist. Über 2000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren dem unvergesslichen Klang ins Andes gefolgt. Die einen waren wegen der Musik hier. Wenn man aufgeschlossen ist und sich für Musik und auch für das Hotel an sich interessiert, ist das eine ganz coole Sache, finde ich, einfach mal hier zu sein und das mitzuerleben. Ich habe noch nicht so die Erfahrung damit, aber die Party ist sehr schön. TV Berlin ist da, wie toll kann es denn noch werden? Die anderen nutzten die Gelegenheit, um für privates Glück zu sorgen. Schöne Männer. Aber die habe ich bis jetzt noch nicht so oft gesehen hier. Aber eines war klar, Berlin ist eine Vorreiterstadt und das Andes macht es vor und schafft den Spagat zwischen Wirtschaft und Kultur als neue Plattform für niveauvolle Unterhaltung. Wir bringen damit das neue Berlin und dann an diesem Standort. Wir sind da eigentlich schon fast in so einem Zähnebezirk drin und da ist uns unheimlich wichtig, die Wirtschaft mit den Künstlern auch hier vor Ort zusammenzubringen, um natürlich auch eine andere Location zu schaffen. Die Motown Party im Andes Hotel war ein voller Erfolg. Bei diesen Rhythmen konnte keiner stillhalten und so amüsierten sich die Gäste bis spät in die Nacht zum groovigen Beat einer längst vergangenen, jedoch nicht vergessenen Zeit.